Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Super Mario Maker, meine Damen und Herren, wo wir heute... Oh, hi. Oh, was ein Zufall. Aber die Frage ist, was bringt mir das jetzt? Das bringt mir eigentlich gar nichts. Wo wir heute die Todesfalle des Michelodium und so. Das erinnert mich an ein Level, das er mir, glaube ich, schon mal eingeschickt hat. Ich kann jetzt mal einfach nur vermuten, dass das irgendwie ein Remake ist oder sowas in die Richtung... Schießt das Ding da? Ja. Ja, und nu? Gehe ich recht daran, dass ich einen Helm für brauche? Ich vermute jetzt mal einfach, dass das der Fall ist. Ja, ich vermute mal einfach, dass das der Fall ist. Moment, links war ja auch noch eine Tür. Das können wir dann auf jeden Fall testen. Das erinnert mich, wie gesagt, an ein Level, das ich meine ich schon mal gespielt habe. Ich schätze jetzt mal einfach, dass das, wie gesagt, eine geupdatete Version oder sowas ist. Das war... Oh Gott, dass wir da irgendwie, uns denn womöglich ein kleines bisschen zurechtfinden werden. Außerdem natürlich eine Abschlussrate von 0. Wie sich das für eine Todesfalle gehört. Ich meine, kommt ja dann... Moment, das ist mein Helm. Den brauche ich tatsächlich. Ach, dafür ist die Münze auch hier. Um mir den Block da zu zeigen, der auf einmal nicht mehr da ist. Was? Wo ist denn der jetzt? Okay, danke, tschö. War doch eine schöne Zeit mit dir, Mr. Blockington. Aber... Das sieht Mr. Blockington dann wohl anders. Ich will da gerne rein. Das wird nicht mehr funktionieren. Das ist problematisch, weil... Weil ich keinen Panzer jetzt mehr habe, um da hochzuwerfen. Das heißt, wenn das jetzt im ersten Anlauf nicht funktioniert, müssen wir jedes Mal außen rumgehen, oder was? Das ist... Ne? Da hätte man womöglich eine Kanone hin... Also so eine Röhre hinlegen können, die einem da... Weißt du, die einem da die Panzer hinschmeißt und so. So, dass wir dann nicht jedes Mal diesen... scheiß Umweg... Fuck! Wird wieder nicht funktionieren. Nee, dass wir jedes Mal den Umweg jetzt über diesen Raum hier nehmen müssen. Das ist natürlich etwas umständlich, aber wir nehmen das für den Moment mal so hin. Das ist auf jeden Fall schon mal, weißt du, ein kleiner Verbesserungsvorschlag. So, guck, haben wir wieder einen rausgehauen hier. Klar, Profis wie wir sind, selbstverständlich. Das ist ja wohl, weißt du, nachvollziehbar und so, weißt du, weil wir sind ja Profis. Und deswegen fluppt er. So, einfach den hier. Und dann, oh, schnell, nein, warum fasse ich da auf einmal nicht mehr rein? Das gibt's doch gar nicht. Moment, jetzt bin ich hier unten. Moment. Trollblöcke, ja. Trollblöcke. Das ist jetzt das, was wir machen wollen. Da bringe ich mich doch glatt selbst um. Das ist... Okay. Da weiß auf jeden Fall schon mal Bescheid. Und dann schreiten wir von voran. Okay. Was sind da für versteckte Mechanismen hinter? Nein, oh komm schon. Er hat doch die ganze Zeit funktioniert und jetzt funktioniert er auf einmal nicht mehr. Weil wir jetzt auf einmal dann sagen, nö, ist nicht mehr, oder? Macht man so. Nicht, dass hier auch eine versteckte Plattform ist. Nee, das kommt. Das war jetzt aber. Das war ein Versuch wert, wobei die Tür ja sowieso nur zurückführt. Aber die Tür würde schneller zum Panzer zurückführen als der Weg hier jedes Mal. Das wäre eigentlich fantastisch. Und eine Reset-Tür. Eine Reset-Tür hätte ja schon gereicht. Ich meine, es ist ja im Grunde genommen eine Reset-Tür, aber da muss man dann jedes Mal durch die Gegend laufen für. Und wer macht das schon gerne? Wenn wir doch mal ehrlich, wer läuft gerne durch die Gegend? Spaziergänger vielleicht? Marathonläufer? Aber nicht wir, nein. Okay, auf jeden Fall schon mal hier mit Helm. Darf ich nur nicht getroffen werden, dann ist alles okay. Da oben ist auf jeden Fall schon mal ein Fragezeichen. Aber wir werden, glaube ich, erstmal... Ich könnte da jetzt Spinjumpen drauf. Muss ich scheinbar auch. Okay. Es ist... Ich habe Vertrauensprobleme immer wieder. Ich habe massive Vertrauensprobleme. Okay, den brauche ich jetzt. Hoffentlich fällt der jetzt nochmal runter. Und kommt mir nicht entgegen. Danke. Sehr schön. Hast du toll gemacht. Du bist ein wahrer Profi. Ich gehe jetzt einfach mal hinterher. Na, okay, jetzt gehe ich dem hinterher. So, okay. Ja. Soweit so klar. Soweit so klar und so gut. Aber was jetzt? Ich bin ja nicht... Brauche ich den versteckten Pilz auch? Nee, ich kann den versteckten Pilz ja gar nicht brauchen. Ich komme ja gar nicht durch. Ich komme ja gar nicht hin mit dem Pilz. Ja, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Nächstes Level. Mario Kart 8-Bit Bowser Castle, ja? Dann läuft's ja. Ich frage mich gerade, ob das jetzt ein Musiklevel ist. Oder tatsächlich ein Mario Kart Level, wo wir schnell laufen müssen. Finde ich immer noch gut. Den Startschuss finde ich immer noch gut. Da bin ich ein großer, großer Fan von. Also das ist ja Mario Kart Level. Sehr, sehr schön. Das wird aber... ich habe aber das Gefühl, dass... Ich meine, gut, wollen Sie mich ver... Okay, leck mich am Arsch. So, dann machen wir das halt so. Ich hätte nicht springen müssen. Ich traue nichts. Ich traue gar nichts, aber...
Krieg ich jetzt ein Item? Ich krieg ein Item. Ich hab einen Pilz bekommen. Ja, bin ich jetzt schneller. Jetzt bin ich schneller. Ah, sehr schön. Es ist so cool, wenn das so in Mario Kart Level so funktioniert und so. Dann fluppt das. Das ist ziemlich edel. Bin ich sehr mit einverstanden. Also. Und diesmal mit Stern. Darf ich jetzt alles umbringen? Natürlich fahren wir dann dabei natürlich auch noch schneller. Sammeln natürlich haufenweise Münzen ein. Aber ich möchte jetzt gerne auch einen Gegner umfahren. Ich wollte so gerne einen Gegner umfahren. Das wäre so toll gewesen. Das war ein sehr, sehr befriedigender Sprung. Der einzige Gegner, den ich hier umbringen können, war ein Thwomp. Und hier ist das Ziel. Okay. Nehmen wir dann Wummer so hin. Das war, weißt du, so schnelle Level sind immer sehr, sehr befriedigend für mich. Also, das ist eine ziemlich coole Sache. Deswegen, das war früher, gab's doch immer, das ist gar nicht mehr im Trend, oder? Also zumindest von dem, was ich so sehe. Diese, keine Ahnung, 10, 15, 20 Sekunden Challenges oder so. Da haben wir früher, oder haben wir früher Stunden investiert und so. Das war fantastisch. Gibt's die noch? Gar nicht mehr, oder? Nächstes Level. Wo wir gerade schon mal dabei sind, machen wir natürlich einen Speedrun. Und das von einem Japaner und dann wird mit Sicherheit, oh, das ist schon lange her, dass ich das letzte Mal ein japanisches Level gespielt habe, oder? Er hat gesagt, ich soll rennen, also bin ich gerannt. Komm, also ich habe zumindest das gemacht, was die Typen von mir wollen. Da muss man... Sehr befriedigend. Sehr... Ah, shit. Oh. Oh, das ist interessant, weil da muss man... Oh, da muss man jetzt schnell reagieren, den ganzen guten Kram. Oh, das wird interessant. Oh, das wird interessant. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Warte, da müssen wir jetzt natürlich dann den hier machen. Sehr schön, dann jetzt hier den machen. Und das Ganze... Oh nein, shit. Oh nein. Das Ganze auch noch mit Zeitdruck, der vermutlich uns umbringen wird. Wie viele Sekunden habe ich? 58 noch. Ugh, Scheiße. Okay. Nein. Das war nicht das, was ich vorhatte. Danke der Nachfrage. Das interessiert Spiel aber auch nicht mehr sonderlich. Also. Oh, das ist jedes Mal von vorne. Na gut. So, ich meine, gut, so schwer ist es jetzt nicht. Also, das bis hierhin. Das werde ich wahrscheinlich noch bereuen, aber. Das mache ich auch gerne. Ich hatte ja irgendwann vor ein paar Videos, haben wir mal irgendwann die Frage, was für Level spielst du eigentlich am liebsten? Also, das. Also, eigentlich, solange es Spaß macht. Alles. Das ist das Besondere an diesem Spiel für mich, dass so viele unterschiedliche Genres eigentlich von Leveln so gut sein können, das schon mittelschwer beeindruckend irgendwie. Also das vermutlich wirklich ein absolutes Meisterwerk, das Nintendo hier geschaffen hat. Ich sag mal, die eigentlichen Meisterwerke dieses Spiels ja eigentlich von der Community gemacht sind, ne? Also muss man davon dabei auch nicht vergessen. Nintendo hatte die Idee zwar und hat es auch vernünftig umgesetzt. Aber die ganzen Meisterwerke hier drin, die stammen ja eigentlich von euch und so. Also das ist ziemlich cool. Weil das ist eine Sache, die dieses Spiel so unglaublich besonders... Shit. So unglaublich, das wird schief gehen. Ach, da sind jetzt Sachen runtergefallen. Ich dachte gerade, das Zeitlimit wäre abgelaufen, hab dann aber 39 Sekunden gesehen. Ist natürlich die Frage... Das ist natürlich dann... So langsam aber sicher stellt man sich dann die Frage, wie knapp das am Ende wohl wird. Wird das am Ende überhaupt knapp? Müssen wir mehr Gas geben oder sind wir gut im Rennen? Das ist eine Frage, die man natürlich vorher nicht beantworten kann. Das wird spannend. Das wird sehr, sehr spannend zu beantworten sein, habe ich das Gefühl, aber noch geht's ja. Noch geht's ja. Was sehr interessant ist, dass da zwischendurch einfach mal der Pilz eingebaut ist, weil muss ja dann auch mal gemacht werden. Außerdem natürlich ziemlich edel. Immer noch. Fireflowers hätte ich auch ganz gerne. Da müsste man vielleicht mal mit schießen oder so. Das wäre ziemlich cool. Nein, wieder der. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Das ist aber wahrscheinlich jetzt schlecht, ne? Immer davon aus, dass ich da springen muss. Nein. Okay. Oh, wie viel habe ich noch? Ich habe noch 30 Sekunden. Ich habe das Gefühl, dass das, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht reichen wird. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass es zu eng wird. Nein, 19 Sekunden. Aber dafür können wir reihenweise die Typen umbringen. Ach, das war's. Oh, 14 Sekunden doch noch über. Das hätte ich eigentlich beinahe gar nicht erwartet. Das war sehr befriedigend, weil so viele verschiedene Sachen. Über schnell reden, das ist ziemlich cool gewesen. Das war spaßig. Das ist ja dann von der Eingabe her schon beinahe wie so ein Rhythmusspiel irgendwie. So in die Richtung erinnert mich das dann manchmal. Ziemlich cool. Als hätte er diesen Stern noch nötig. Wäre auch gemeint, wenn wir sowas jetzt einfach keine. Sollen wir? Ach, ich werde das bereuen, ne? Das ist jetzt der Punkt, in dem die Reue dann wieder einsetzt, ne? Ja, ich glaube, das ist der Punkt, an dem die Reue wieder einsetzt. Fuck, hätte ich noch weitertragen müssen, ne? Ob das so eine gute Idee war, das Level jetzt hier zu starten? Das war jedenfalls keine, so viel steht wohl fest. Aber was habe ich gerade anders gemacht? Ich habe den einfach nur ein bisschen später geworfen, ne? Ich habe den da so losgelassen. Da muss ich aufpassen, dass der mich nicht trifft, dass der mir nicht nachkommt. Das war okay so, glaube ich. Heilige Scheiße.
Spinjam, oder was muss ich da machen? Ich muss da Spinjammen dann, oder was? Es ist auf jeden Fall. Das ist im Grunde genommen das gleiche Level, nur ein kleines bisschen knackiger. Das nehme ich gerne so. Nicht schön, nicht schön. Ja, pass auf, jetzt Spinjammen. Ich bin gespinjammt, warum funktioniert das nicht? Moment, funktioniert das in dem Engine gar nicht? Aber was muss ich dann machen? Was ist denn meine Aufgabe an dieser Stelle? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, gerade. So aus dem Stegreif. Nee, Moment, der hat jetzt nur diesen komischen anderen Drehschrott da gemacht, der den Sprung verlängert und nicht den Spinjump, den ich eigentlich meine. Vielleicht ist das vorhin auch wieder. Der scheint ja doch zu funktionieren. Also zumindest bei Piranha Plants funktioniert es in dem Engine. Da muss das ja darin eigentlich auch funktionieren. Würde man zumindest meinen. Also, tut's auch. So, okay, also, den dann auch noch. Oh nein, oh Gott, ey, so schnell muss er erstmal reagieren, wenn er nicht weiß, was kommt. Heilige Scheiße. Na gut, man könnte natürlich dann beim ersten Mal vorbeigehen, gucken, was oben so ist. Sofern es denn möglich ist, das zu sehen. Sieht aber ehrlich gesagt gerade... Warum hat das Ding mich denn jetzt auf einmal das erste Mal eingeholt? Das hat mich doch sonst nicht die ganze Zeit eingeholt. Was ist denn? Du kannst einfach hier irgendwie andere Regeln machen plötzlich. Was ist denn? Das ist nicht cool. Stirbt der endlich? Der ist weg. Okay, da verschwindet der. Also, so. Nein! Fuck! So viele Sachen, die man sich auf einmal merken muss. Das meine ich mit Rhythmusspiel. Im Grunde genommen. Man kann da zwar im Prinzip drauf reagieren, theoretisch. Das wird mich wieder umbringen. Shit! Warum passiert das auf einmal die ganze Zeit? Das war vorher nicht so. Man kann theoretisch versuchen, darauf zu reagieren, aber ob das realistischer ist, als das auswendig zu lernen. Keine Ahnung, ich sag jetzt mal, schwerste Stufe von Guitar Hero. Nicht, dass ich da irgendwelche größeren Erfahrungen hätte oder so, aber. Darauf zu reagieren ist vermutlich ein kleines bisschen schwieriger. Was? Ich weiß gar nicht, wie ich an der Stelle überhaupt weiterkommen soll. Das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Okay. Wir machen weiter. In der Hoffnung, dass vielleicht noch das ein oder andere uns die ein oder andere Offenbarung sich uns ja, offenbart halt auch, nicht? Also wir machen Offenbarung ja quasi so, dem Namen nach zumindest. Von dem, was man so hört. Weißt du? Das wird wieder scheitern. Nee, jetzt nicht. Das war aber knapp jetzt. War das immer so knapp? Ich habe nicht hier seltenst drauf geachtet. Ehrlich gesagt. Okay, soweit so gut. Soweit so gut. Ja, Moment, nein, was muss ich machen? Ich mach doch den scheiß Spinjump. Was ist das denn jetzt, bitte? Was zur Hölle muss ich machen? Ich muss doch den hier machen. Ich muss so machen. Ah, shit. Okay, ja. Ja, ich gebe zu, da hätte man drauf kommen können. Deswegen muss ich jetzt alles nochmal machen. Alles ist schrecklich. Vielleicht kriegen wir Checkpoint. Was ist denn jetzt gerade überhaupt passiert? Dass der andere Typ da auch noch gestorben ist. Nee, ist gut, nehme ich so hin. Ich weiß doch nicht, was genau los ist, aber dafür leide ich. Also so weit, so gut. Das ist, weißt du, da kann man immer drauf aufbauen. Da kann man immer... Ganze Playthroughs ja quasi drauf aufbauen. Fuck! Ach komm. Das ist passiert, da versucht man zu antizipieren und vergisst dann aber eine Stelle und alles ist schrecklich und grausam und grau. Immer. Ja, das gehört dann wohl dazu. Ist auch, weißt du, wann leidet man hier normal? Ist ja alles zahm geworden. Weißt du, früher war alles cooler und so und dann, den muss man dann halt sich selbst seine Herausforderung suchen und dann den hier machen und dann. Das wird wahrscheinlich schon zu viel Zeit gekostet haben. Das wird, vermute ich mal, schon zu viel Zeit. Ich habe keine Ahnung, warum der zweite stirbt, aber ich nehme es gerne mit. Ich habe auch keine Ahnung, warum die sterben, ehrlich gesagt. Das. Was? Oder wollen die von mir hier einen Dreiersprung? Kann das sein? Ja, aber wahrscheinlich. Das ist natürlich jetzt. Schön, dass diese Pfeile nicht da sind, wo man die Sprünge eigentlich timen muss, sondern vom Gefühl her ein kleines bisschen weiter hinten. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schön. Ja, das ist es. Oh Gott, dann direkt nochmal einen hintereinander. Also jetzt wird es dann langsam aber schon, also langsam aber sicher ein bisschen knackig bis fast schon giftig. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Level dann jetzt in die Vorschläge von dem anderen Level da gekommen ist, außer dass es beides ein Speedrun ist, aber... Das ist ja nochmal mindestens eine Nummer drüber. Mindestens. Tendenziell eher mehr, nicht wahr? Oh, ich werde so sterben. Ich kann das in einem Sprung hier machen. Ja, das spart natürlich dann schon mal ein kleines bisschen Zeit. Aber dafür müssen wir erstmal... Ja, das hier regelmäßig hinkriegen. Hier muss ich wahrscheinlich nicht hin. Es ist vermutlich nicht das, was sie von mir haben wollen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ehrlich gesagt. Aber ich bin wieder zurück einfach nur. Ich bin einfach nur wieder zurück. Nein! Oh.
okay, okay. Geh einfach, geh einfach. Oh, das ist das Ende. Okay. Also es war auf jeden Fall spannender und deutlich schwieriger als der erste Teil. Das war schon, also das war eine Herausforderung, aber das habe ich gemocht. Also, tut mir leid für das eine Level, das abgebrochen worden ist, aber ich meine, das ist auch wieder so eine Sache, das können wir gerne dann in den Kommentaren dann besprechen, wenn da, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich irgendwas total Übersichtliches, Offensichtliches nur mal wieder übersehen. Da können wir gerne nochmal drüber quatschen, ob wir das dann nochmal machen. Ich glaube, wir haben vom selben Levelmacher noch ein Level auf dem Tisch, das könnte man dann auch nochmal testen. Ansonsten sind wir langsam aber sicher hier auf Ebbe, was die Level angeht. Das heißt, sollte nichts mehr kommen, war es das. Meine Damen und Herren, dafür bitte like meinen Kaputtkloppen in den Kommentaren. Level, wie zufrieden sind wir, wenn keine mehr kommen? Themen, sollen wir denn noch Level kriegen? Und vor allem, ja, wie ist das Wetter eigentlich gerade? Vielen lieben Dank, dass du da warst und offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.